Reza Azimi macht eine Ausbildung zum Parkettverleger. Der 25-Jährige kommt aus Afghanistan, ist vor dem Krieg und den Taliban nach Bayern geflohen. Ich weiß es nicht. Ich darf hier bleiben in Deutschland, ich weiß es nicht. Und für mich seit drei Monaten kein Interview bekommen. In Deutschland ist Reza nur geduldet, hat kein Asyl. 15 deutsche Bundesländer verzichten auf Abschiebungen in der Lehrzeit. Nur im Freistaat müssen Asylbewerber um ihre Zukunft bangen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Reza seine Ausbildung bei Chef Alfred Zellhofer abschließen wird. Arbeitgeberverbände kritisieren das. So sähe es düster aus für die Integration. Wenn ich keine Arbeit habe, das ist schwer für mich. Wenn ich habe immer so Mühe. Ich habe immer traurig, immer das Denken, was mache ich. Ich habe Angst. Immer Angst habe ich, wenn Abschiebung bekommen nach Afghanistan. Vor 3 Jahren hat Reza schon einmal einen Abschiebebescheid bekommen. Es ist vor Abschiebung bekommen. Damals rettete sich der junge Afghane ins Kirchenasyl. Sein Chef hat lange nach einem fleißigen Azubi gesucht. Ich konnte nicht warten, bis Abschiebung ist oder sonst was. Also ich würde mich jetzt selber, wenn ich jetzt selber das Problem hätte, irgendwo in einem fremden Land, ich würde mich damit dahingehend nicht abfinden lassen. Ich würde einfach starten. Für Reza ist es von Vorteil, dass er schon in Afghanistan als Tischler und Möbelbauer gearbeitet hat. Jetzt haben wir eine neue Rolle genommen. Und das muss vertreiben da. Das. Hier. Ja, keine Pfützen brauchen wir da. Okay. Und immer die Kanten kontrollieren, dass das nicht läuft. Sonst müssen wir nochmal kommen. Eigentlich könnte alles gut sein, wenn da nicht die Angst und die bayerische Landesregierung wäre. Reza ist nach mehr als 3 Jahren endlich angekommen in Bayern. Ermöglicht hat ihm das seine Arbeit, sein Fleiß und sein Chef Alfred Zeilhofer. Was er verdient heute? Ob er bleiben darf, werden andere entscheiden.